Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Drakensang Online. Leute, ein paar Informationen am Anfang, beziehungsweise damit ihr weißt, wo ich überhaupt gerade mich befinde. Ich befinde mich in Q1 Kappa, beziehungsweise ihr wisst das so oder so. Der liebe 40 Cent zieht mich gerade durch, der hat richtig Bock drauf, hat er gesagt. Spielt auch erst seit kurzem, sagt, der hat Low-Level-Items, sieht aber nicht so aus, der one-shottet fast alles, also auf jeden Fall, Grüße gehen raus, Digi, 40 Cent, warum nicht 50 Cent, nein, Spaß, auf jeden Fall, Grüße gehen raus, danke für Durchziehen, wie ihr sehen könnt, mein XP-Balken füllt sich irre hoch, ich habe vor, eigentlich heute auf Level 50 zu machen, wenn das überhaupt gehen würde, ich weiß nicht, hängt davon ab, wie viele Leute mich durchziehen werden, so, paar Informationen am Rande, Livestreams. Beziehungsweise, ich fange mal mit Discord. Leute, wenn ihr Bock habt auf Discord, wenn ihr Bock habt auf mich, beziehungsweise auf, sag ich mal so, Live-Ankündigung, wenn ich mal live streame, dann werde ich das bei meinem Discord davor ankündigen. Dann könnt ihr sofort quasi gucken, ob ihr vorbeikommt oder nicht. Ich werde dann jedes neues Video, was ich hochlade, werde ich auf meinem Discord auch hochpimmeln, so dass ihr gucken könnt, ob ihr mal auch vielleicht vorbeischaut und so weiter, und ich bin da auch ziemlich oft zu erreichen, beziehungsweise ihr könnt mich dann zur vollen Liste hinzufügen, ist halt so eine Sache, werde ich dann vielleicht später machen, wenn ich mit euch ein paar Mal geredet habe oder so, aber in Discord-Server ist ja mein Discord-Server, by the way, den Link findet ihr unter der Videobeschreibung, ich werde den jetzt nochmal auch in den Kommentaren schreiben, damit es auch alle gesehen haben. Ihr könnt euch da rein joinen und mal vorbeischauen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwas braucht oder Hilfe anbieten wollt oder Hilfe braucht oder einfach nur mal irgendwas schreiben wollt, einfach mich da anschreiben. Es gibt einen Chatroom. Ihr könnt mich da erwähnen und anschreiben und Fragen stellen und was weiß ich, alles mögliche, worauf ihr Bock drauf habt. Ihr könnt mich dann auch privat anschreiben, weil ich da immer zu sehen bin, falls ich online bin. Also einfach nur vorbeischauen auf Discord-Server, würde mich sehr, 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 sehr freuen. Das ist dann auch besser für mich, dann ne, könnte ich immer euch Informationen geben außerhalb des Videos und dann einfach nur irgendwie auf dem Stream, auf dem Discord was zu schreiben. Ich werde den Discord auch bald einfach so vorstellen, einfach ein ganzes Video für den Discord-Server machen, gucken, wie der sich da so entwickelt, weil ich bin so ein Discord-Fanboy, um ehrlich zu sein. Videos. Ich bin mir sicher, dass ich schaffen werde, jeden Tag ein Video hochzuladen. Muss nicht heißen, dass es alles PvE-Videos werden. Es werden PvP-Videos sein und so weiter. Das ist aber Information, die ihr schon hundertprozentig wisst. Also würde ich jetzt nicht so oft das wiederholen. Ich wollte halt nur so ein kleines Ankündigungsvideo machen wegen Stream. Ich werde auch den Stream versuchen jeden Tag zu machen, beziehungsweise jeden zweiten Tag oder jeden Tag. Hängt davon ab, wie lange. Wochenende werde ich natürlich auch länger machen. Keine Ahnung, 2, 3, 4, 5 Stunden. Hängt davon ab, was zu tun ist. Wie gesagt, dafür muss ich Level 50 werden, beziehungsweise Level 55 werden, damit ich da auch selber was schaffen kann, ohne jedes Mal durchgezogen zu werden. Also, yo, Dankeschön dafür, Digi, dass du mich wiederbelebst. Danke. So, mal schauen, was ich da so alles gedroppt habe. Also, ich sag mal so, dafür, dass ich kein Deluxe habe, droppen mir ziemlich oft Würfel. Ist natürlich mit Deluxe noch öfter, obwohl das gar nicht steht, dass die Drop-Chance erhöht wurde oder nicht. Ich weiß gar nicht. Droppt man mit Deluxe theoretisch mehr? Wie heißt das, Würfel, oder droppt man nur mit, also beziehungsweise man droppt quasi mit Deluxe und mit normalen Premium, oder mit Deluxe noch erhöhte, keine Ahnung, könnt ihr ja im Dingsbums da schreiben, wie heißt das, im Kommentare. Apropos Kommentare, Leute, ich baue ab und zu mal in den Videos so ein Hashtag. Und die Leute, die quasi bis dahin geguckt haben und den Hashtag mal in Kommentare schreiben, bekommen auf jeden Fall ein Herz, beziehungsweise markiertes Kommentar von mir, ne, so ein Herz. Und Ehrenmann, Hashtag Ehrenmann, werde ich dann jedes Mal unter eurem Kommentar machen. Kann ich mich auch jedes Mal bedanken und so weiter, weil, ne, je mehr mein Video angeschaut wird, desto geiler ist das, Kappa. So,
Apropos Items, beziehungsweise ich habe gerade irgendwie Items gedacht, dass ich ziemlich viele kriege. Und dann habe ich gedacht, jo, ich habe ja noch 38er. Ich habe mal versucht, ein Q1 Mode 1 zu machen, gerade vor dem Video, bevor ich gestartet habe. Leider habe ich das nicht geschafft. Beziehungsweise ich hatte 100 Heiltränke, jetzt habe ich 68. Also könnt ihr euch mal vorstellen, wie viel ich Heiltränke verballert habe. Ich habe halt nur den Kreis gemacht und den Boss hier oben links auf dem Map. Also das ist schon ein bisschen bitter, wenn man bedenkt, dass ich, lol, wie viel ich Dings bekomme, what the fuck, dass ich, ja, sag ich mal so, ne, nur paar Levels weg bin von, also beziehungsweise 38 und 42 sind 4 Levels Unterschied von den Ausrüstungen und das macht schon viel aus. Ich werde jetzt vielleicht bei dem nächsten Run oder beziehungsweise die ganzen Waffen und so weiter werde ich lassen oder ich werde erstmal alles an außergewöhnlichen Items lassen, nur die blauen verkaufen. Und dann werde ich dann mit 43 vielleicht mal wieder vorbeischauen. Also was die Items angeht, vielleicht kann ich ja was benutzen. Ich weiß nicht. Ja, wäre eine Idee, glaube ich. Weil mit diesen Items, die ich jetzt besitze, leider kann ich keine Q1 machen. Sogar mit den ganzen Buffs, was ich habe, ne? Diesen, oh, lol. Legi, Rang 2 Legi. Das ist sehr schön. Oh lol, zwei Legis. Okay, erklär mir mehr. Also ich weiß, dass man früher ziemlich viel Legis gedroppt hat und so weiter, ne? Und die Essenzen hat man gar nicht aufgehoben, die ganzen grünen Essenzen. Drei Legis, was geht denn ab, Blatt? What the fuck, Alter? Ich hatte gestern komplett Pech, was Legis angeht, ne? Wo ich durchgezogen worden bin, hatte ich irgendwie drei Legis innerhalb von 1,5 Stunden oder so. Und wir haben die Runs ziemlich schnell gemacht. Also wir haben keine Ahnung, wie viele Runs, 7, 8, 9 Runs oder so, vielleicht 10 Runs sogar gemacht. Und es ist einfach, keine Ahnung, drei Legis oder so oder zwei Legis gehabt. What the fuck? Ist schon ein bisschen bitter. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu deep reingegangen. Ich brauche diese Items, was diese passive Effekte geben, weil, wie gesagt, mit normalen Items sterbe ich halt komplett. Das ist nicht gut. Erstmal alles aufgönnen. Aufgönnen, okay. Der Dropsauger schlägt wieder zu, Leute. Oh, sogar eine Haube. Ach, schade. Ich dachte sogar eine Zweihand. Aber ich hatte gestern eine Legi gehabt. Eine Zweihand-Legi. Und die war von Schaden her mehr als diese hier. Aber von der Verzauberung her. Weil meine hat 120 erhöhter Schaden. Und also erhöhter Schaden für diesen Gegenstand. Und die andere war irgendwie nur 40 erhöhter Schaden für diesen Gegenstand. Und ich hatte einfach nur 400 oder 500 Schaden weniger. Das ist schon ein bisschen bitter. Ich besitze jetzt 2,4K Schaden. Gestern in dem Stream hatte ich 1,6. Also eine kleine Verbesserung habe ich schon gemacht. LOL, wie schnell ist der denn? Ich glaube, der hat Bock auf Speed, Alter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie. Okay, war schon easy. Ich habe jetzt gar nicht geachtet, welche Route der genommen hat. Die Steinchen brauche ich auf jeden Fall. Wenn, sobald ich Level 55 bin, werde ich die ganzen Steinchen da reinmachen. Ich werde die blauen Items jetzt einfach liegen lassen. Scheiß drauf. Ich glaube, der hat so Bock auf Speedy Gonzales Runs anscheinend. Digi, danke auf jeden Fall dafür. Digi, danke für Mitnahme, ja. Nein! Du Hurensohn. Also nicht ich. Aber ich kann eh mich wiederbeleben, ist no problem. Ist alles gut, yo. Ich habe noch ein paar Stück von denen. Wie viele habe ich noch eigentlich? Ah, keine mehr, lol. Nice. Egal. Ein geheimnisvoller Würfel, easy peasy. Und alles voller Außergewöhnliche. Sehr schön. Also für mich ist jetzt natürlich sowas richtig geil, weil ich besitze jetzt nicht irgendwie 30.000 Gold, ne? Ich brauche Gold. Wie ihr sehen könnt, ich habe 238. Gestern hatte ich 700 oder so. Und von diesen 700 habe ich komplett die Kacke gekauft, versus die Potion und so. Und Buffs, diese Buffs hier, ich kaufe mir das hier immer. Das hier kostet zum Beispiel irgendwie 48 Gold oder 78 Gold. 48 glaube ich, das irgendwie 28, das hier 16. Und die ganzen Potions kosten 2 Gold. Also ist schon ordentlicher Preis, sage ich mal so. Für einen normalen Spieler würde man das, glaube ich, kaum, sage ich mal, leisten können, weil, ja, normal, ne, die selber farmen bzw. leveln, bekommen nicht so viel Gold. Naja, gut. Ich mache noch vielleicht morgen ein PvP-Video raus. Hängt davon ab, wie viel Zeit ich heute habe, um das aufzunehmen und das zu schneiden.
Also könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen freuen auf PvP-Videos, also mit meinem Zwerg und mit meinem Mage, ne? Nicht mit dem Krieger. Mit dem Krieger werde ich, glaube ich, erstmal keine PvP-Videos machen, obwohl ich den Quest schon fast zu Ende gepimmelt habe. Also ich habe 600 von 1000, ich brauche nur noch 400 Duelle, aber mit 45 findet man eh mehr Duelle anstatt mit Low Level, wurde mir so gesagt. Habe ich ja noch nicht ausprobiert, aber wurde mir so gesagt. Darum, ich freue mich schon auf Level 55, dann kann ich vielleicht ein bisschen PvP wieder in das alte PvP-Feeling kommen. Nur das Problem sein wird, dass ich einfach nicht so krass bin, also beziehungsweise am Anfang nicht so krass werde und dadurch auch sacken werde. Aber mit ein bisschen Events und so weiter, vielleicht, ne, man weiß ja nie. Und mit etwas Glück wird vielleicht mein Kollege mal, ne, mit dem Spiel anfangen, dann wird es mir noch doppelt Spaß machen, weil der ist ein kleiner Missgeburt. Will leider nicht so gut, beziehungsweise will leider nicht so Drakensang zocken. Ich weiß nicht warum, obwohl der so ein Handyspiel spielt, was Drakensang ähnlich ist. Und das ist ein fucking Handyspielblatt. Was? Warum? Dann geht man doch lieber Drakensang mit, keine Ahnung, mit einem, der OP ist, also beziehungsweise sein wird, ne, und alles beibringen kann. Aber naja. Ich werde mir noch, by the way, einen Account machen, glaube ich, bei PBE-Server. Ich habe irgendwie Bock drauf, also beziehungsweise PBE-Server, also PTR-Server, oder wie nennt man den hier auf Kaka? Wer ist das? Auf Big Point, auf Drakensang Online. Test-Server, so, Test-Server. Dann werde ich auch so ein bisschen mich umgucken, vielleicht Event-Videos mal aufnehmen, bevor die gekommen sind und so. Hätte ich auch Lust, glaube ich. Hängt davon ab, ob ich auch so durchgezogen werde wie andere Test-Server. Irgendwie so Tausende von Andamant und Hunderte von Gold, also Hunderttausende von Gold und so weiter. Aber nee, mal schauen. Vielleicht sollte ich mal Big Point anschreiben, ob die Bock haben, mir sowas zu spendieren. Also auf Test-Server, nicht auf normalen Server, ne? Standard. So, ich glaube, ich mache jetzt die Scheiße bzw. den Coup zu Ende und dann wird das Video auch zu Ende sein. Sonst wird das wieder so irgendwie 40-Minuten-Video und keiner gönnt sich mal 40-Minuten-Video. Ich kenne euch. Ich habe die Statistiken, Leute. Die Statistiken, die Analytics, die mir zeigen, wie viele ihr auf meinen Videos bleiben. Ich glaube, meine Zuschauerbindung ist bei 5 Minuten oder 6 Minuten. Und ich habe ja so 10-Minuten-Videos, beziehungsweise ich haue immer so 10, 15-Minuten-Videos. Das heißt, ihr guckt nur die Hälfte oder beziehungsweise ihr spult immer vor. Das kann ich alles sehen. Das kann ich alles sehen. Werde ich euch irgendwann mal vielleicht die Statistiken zeigen. Also beziehungsweise man kann die ja so oder so zeigen, soweit ihr das verstanden habt. Aber darum werde ich mir das mal irgendwie ein Video daraus machen, wie ich euch meine Statistiken zeige. Vielleicht interessiert es euch. Man weiß ja nie, ne? Wenn ja, schreibt es einfach in die Kommentare, ne? Man weiß ja nie. Vielleicht, wenn keiner was schreibt, dann interessiert es euch auch nicht. Dann mache ich es auch nicht. So. 40 Cent geht komplett ab, Alter. Ich bin fast Level Up. Das ist so geil, Mann. Wo wir angefangen haben, hatte ich zwei Balken. GG, Blaze. Ich muss auf jeden Fall heute Dings durchziehen, Level 50 durchziehen. Boah, es wird schwer, beziehungsweise das wird vielleicht nicht schwer, aber wenn Leute mal mir helfen, ne, sage ich natürlich da nicht nein. Habe ich auch gestern im Stream gesagt. Danke dafür, Jungs, Mädels und so. Man sieht mich nicht, man sieht mich nicht, ich wollte schon sagen, man sieht mich kaum auf hier PvE machen. Oh Leute, dieser Helfer, der schwarze Ritter, das ist so geil, Mann. Ich brauche diese Items. Steigerungskern, 4 Stück. Ich habe keine Ahnung, wofür man die Scheiße braucht. Warte, braucht man für diesen Kacker? Nee. Ich brauche diese veränderte Kreserkid-Blatt. Wie bekommt man die? Also ich habe jetzt einer. Ich brauche 5, damit ich meinen Missgeburten hier hochleveln kann, damit ich mehr XP bekommen kann. Scheiße. Oder ich glaube, ich benutze die nicht für mehr XP, den Füttern. Ich glaube, ich werde das irgendwie. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Schau ich mal später. So, Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt Ende hier. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben. Das wird mich sehr, 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 sehr freuen und weiterhelfen. Und, naja, ihr wisst Bescheid. Darum. Nö, einfach einen Daumen nach oben und so. Und ich denke mal, man sieht sich in-game. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich ja gerne anschreiben. Wir sehen. Oh, Blätt, ich habe was verkauft. Egal. Wie ihr sehen könnt, spiele ich öfters mal mit Leuten, die mir helfen wollen. Nö, ich meine, da sage ich fast nie nein.
Ich sage auch in diesem Video zu oft, also fickt euch. So, Leute, haut rein, viel Spaß beim Zocken, man sieht sich in Game. Ciao.